Bei einer kurzen Kaffeepause werden Matthias Köster und Tom Meyer Zeugen eines erbitterten Streits auf dem Parkplatz der Wache. Hey, alles gut. Vorsichtig, Mensch. Sind Sie dulle? Das gibt's doch wohl nicht. Hey, was ist denn passiert? Oh, bitte nicht, ey. Verdammt! Ist das Ihre Frau oder wer ist das? Um Gottes Willen. Das ist eine Zechperlerin, ist das. Mehr nicht. Die haben Sie jetzt hier gerade hergebracht, oder ja. was? Ich bin Koch von der Culinaria Cologne. Und diese Frau hat bei mir die Zeche geprellt. Und dann haben Sie ins Auto gepackt und jetzt hier zur Ware gebracht. Richtig, das will ich jetzt geklärt haben, dass ich mein Geld wieder kriege. Machen Sie mal die Tür auf. Da kümmere ich mich gleich drum. Halten Sie es mit Schmerzen, halten Sie noch aus. Ja, ja. Okay. Machen Sie mal bitte die Tür auf. Nun machen Sie mal die Tür auf. Warum denn? Ich bleib hier. Weil ich das sage. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen sprechen und das nicht durch eine Scheibe. Dankeschön. Was wollen Sie denn? So, passen Sie mal auf. Sie sind dann angeschnallt. Schneiden Sie sich mal ab. So. Ja. Puh. So, jetzt? Ja. Die Dame hat auch ein bisschen was getrunken. Ich? Kaum. Den Eindruck Nein. machen Sie auf jeden Fall. Lassen Sie uns bitte mal nach drinnen gehen, weil hier draußen möchte ich das nicht. Das ist nur Geschrei hier und so. Matthias Köster ahnt, dass dieser Einsatz einige Geduld erfordern wird. So. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Ja. Guten Tag. Ich soll hier einfach mit Die Dame reinkommen. Möchte sich, glaube ich, erst mal einmal hinsetzen. Setz dich mal irgendwo hin, wo hier ein Stuhl frei ist. Alle stehen lassen in der Zwischenzeit. Das ist toll. Super. Hoi. Was war ich jetzt hier? Der Mann hat mich mitgenommen, der hat mich einfach abgeschleppt. Von meiner Wahrheit, Mensch. Die Zechperin ist das mir nicht. Also, hallo, von der Straße weg. Einfach mich mitgenommen. Was soll ich hier machen? Ich werde das jetzt gleich aufklären. Also bitte, ich werde mich mit Ihnen einzeln unterhalten und mir die Geschichten mal einzeln anhören. Okay? Ja. Was haben Sie da in der Hand? Das ist der Rechnungsbeleg, 189,70. Ja. Okay, da reden wir gleich drüber. Ja. Ich nehme das gleich alles mal auf und hören mir das einfach mal alles an. Ich war überhaupt nicht in diesem Restaurant. Ich weiß nicht, was der Herr da sagt. Rufen Sie bitte meine Tochter an, Diana. Diana Neufeld wohnt die in Köln. Okay, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil ich glaube, in dem Zustand kommen Sie auch gleich wenig weg. Ich will Sie jetzt hier bitte bei mir haben. Während sich die stark alkoholisierte Frau wegen Übelkeit auf die Toilette zurückzieht, kontaktiert Tom Meyer deren Tochter. Matthias Köster nutzt die Gelegenheit, bei der medizinischen Versorgung der Bisswunde mehr über den kuriosen Streit zu erfahren. Mein Name ist Johann Roth. Mir gehört das Culinaria Colonia, wo ich heute Abend auch wieder gearbeitet habe. Die Bude war voll, unter anderem auch dieses Ehepaar, die Frau, die draußen sitzt, haben auf den Namen Neufeld, Neumann, Lehmann, was weiß ich, den Tisch bestellt. Wie immer bin ich nett gewesen und habe auch dann mal die Speisen an den Tisch gebracht. War immer nett, war eine schöne Atmosphäre. Mhm. Merkte aber auch schon, dass der Mann, der dabei war, mir gegenüber auch immer so ein bisschen kurz ab war. Im Laufe des Abends merkte ich aber, dass die Stimmung langsam kippte. Habe auch nicht gemerkt, warum. Mhm. Erstens ist es mir letztendlich auch Schnurzpiepe, warum die Stimmung kippt. Ich war aber viel zu weit weg und letztendlich ist es auch deren Privatsache, warum die sich in die Haare kriegen. Lange Rede, kurzer Sinn, auf einmal steht der Mann auf, was aber die Frau nicht weiter gejuckt hat und die trinkt weiter ihren Rotwein. Am Ende waren es, glaube ich, insgesamt, ich habe es auch nicht gezählt, ist auch Schnurz. Dann merke ich, die Frau steht auf. Vom Bezahlen keine Anstalten. Sie geht raus, ich hinterher. Und der Mann ist vorher schon raus? Der Mann war schon lange weg. Okay. Also der war auch wirklich stinkig und stand auch auf. Also da brannte am Tisch schon die Luft. Ich also hinterher und habe dann auch meiner Mitarbeiterin eben schnell Bescheid gegeben, dass sie den Beleg schon mal hinterherbringt. Diese 189,70 will ich auch dann nicht in Schornstein schreiben, sondern will ich auch wieder haben. Selbstverständlich. An einer Straßenecke habe ich dann diese Frau Saalfeld dann gekriegt, die auch dann überhaupt nichts davon wissen wollte. Das Essen wäre schlecht gewesen und sie wollte es nicht bezahlen. Also typische Zechbriller-Argumentation. Ich habe dann meiner Mitarbeiterin Bescheid gegeben, dass ich gleich wieder komme und eben die Frau Neufeld dann hier zur Wache fahre, weil ich das geklärt haben will. Hallo, Jana Neufeld, mein Name. Ich wurde angerufen, meine Mutter ist hier. Frau Neufeld, ja genau. Ja, wo ist sie denn? Kommen Sie kurz mal mit. Ja, na klar. Ich denke mal, das ist einfach... Matthias, entschuldige. Kleiner Umblick bitte mal. Das ist die Tochter der Frau Neufeld, die ich angerufen habe. Oh ja, ja. Wo ist denn meine Mutter? Ihre Mutter ging es eben nicht so gut, die ist mal kurz auf Toilette, machen Sie sich keine Gedanken. Okay. Die ist hier auch an der Wache, die ist eben kurz auf Toilette. Was ist denn passiert? Ja, das ist... Wer ist das, Das ist... Johann Roth.
Genau. Und erzählen Sie mir bitte noch mal genau, wie diese Person jetzt außer die mit der Dame da war. Also, ihre Mutter war mit einem Herrn, Ende 60, beiger Anzug, bordeauxfarbene Fliege in meinem Restaurant und haben die Zeche geprellt. Das ist mein Papa. Das ist definitiv mein Papa. Das ist Ihr Vater? Das ist mein Vater. Den habe ich auch gerade schon angerufen, weil mich das gewundert hat, dass ich angerufen wurde. Ne? Meine Mama wäre nur hier auf der Wache ohne meinen Vater. Den habe ich angerufen, der müsste auch auf dem Weg jetzt hierher sein. Das ist der Mann tatsächlich. Leider etwas schwungvoller als gedacht, wie Polizeioberkommissar Tom Meyer wenige Minuten später feststellen muss. Ach du lieber Gott. Boah, da riecht er wie in der Kneipe. Geht's Ihnen gut? Was hat Ihnen denn für ein Mist hier rumstehen? Was kommen Sie mal raus, ist Ihnen was passiert? Oh. Ich suche meine Frau. Geben Sie mir schon mal den Schlüssel. Meine Frau muss hier sein. Haben Sie getrunken, sagen Sie mal? Eigentlich nicht viel. Nein, nein, nicht viel. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Sie sind der Herr? Neufeld. Sie wollen sich noch was rausnehmen? Ja, da ist mal die Tasche für meine Frau, die liegt hier im Auto. Ich wusste gar nicht, dass das hier drin lag. Herr Neufeld, da haben Sie es richtig gemacht, dass Sie gleich zur Polizei gekommen sind? Ui, ui, ui. Der Führerschein ist dann wohl erst einmal weg. Das ist der Herr Neufeld. Herr Neufeld, Mensch, ja. Sie haben doch vermisst. Ja, das ist aber Herr Neufeld hat draußen einen so einen leichten Unfall verursacht. Und Herr Neufeld hat auch Alkohol konsumiert. Der steht auch nicht gerade auf den Füßen. Das war nur, weil ihr eure Müll immer da im Weg stehen habt. Gibst du mir das 70 Kriege davon geben? Schreien Sie mal nicht so rum, alles gut. Lass uns bitte. Da ist ja der Schweinehund. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was macht der Gigolo hier? Der hat meine Frau angemacht. Darüber. Was soll ich gemacht haben? Ganz cool. Du hast meine Frau angemacht. Hinsetzen. Kommen Sie bitte mein. Das ist alles gut. Setzen Sie sich hin. Offenbar verbirgt sich hinter dem Streit eine bizarre Eifersuchtsgeschichte. Ein Alkoholtest bestätigt, dass der Mann mehr getrunken hat als angegeben. Ui. 1,6 Promille, also absolute Fahruntauglichkeit. Das kann gar nicht sein, dass das so viel ist. Also ganz ehrlich, mit 1,6 Promille an eine Wache vorzufahren, Respekt. Also ganz ehrlich. Ich bin ja nur gekommen, weil meine Frau hier eingesperrt oder ich kenne ja so eine Sprüche dümmer als die Polizei erlaubt, aber okay. Das lassen wir jetzt mal eben, das ist eine andere Sache, das müssen wir gleich abhandeln. Jetzt zu Ihrer Rechnung noch, die Rechnung ist ja noch offen. Was glauben Sie, was hat der Herr getan? Der hat meine Frau angemacht, der hat ständig mit ihr geflirtet an meinem Tisch. Und deshalb bin ich aufgestanden und habe das Lokal verlassen, weil ich das nicht mehr mit ansehen konnte. Ich bin einfach nur ein guter Gastgeber, die Leute sollen sich in meinem Lokal wohlfühlen. Ich bin ein guter Gastgeber, ich bin zu allen nett. Das habe ich gesehen, ja. Und warum sollte ich gerade Ihre Frau, wäre mit Sicherheit die letzte, die ich in dem Lokal angegraben hätte. Ja. Ich bin seit Jahren mit meinem Mann verheiratet, also unglücklich. Also mit Sicherheit, dazu brauche ich Ihre Frau nicht. Tatsächlich? Ja, gucken Sie blöd. Ups. Und jetzt kriege ich die 189,70. Oh. Papa, geh dich entschuldigen. Entschuldige. Das tut mir leid, aber das wusste ich jetzt nicht. Aber ich hatte gedacht, Sie hätten ständig meiner Frau wirklich Augenzwinkern und so weiter habe ich bemerkt und alles Mögliche. Ich bin immer zu allen nett. Ich bin halt, so bin ich halt. Okay. Dann entschuldige ich mich. Neufeld, ne? Augenzwinkern ist immerhin keine Straftat, ne? Wenn man das macht. Ne? Das nicht. Aber fahren unter Alkoholeinfluss ist eine Straftat. Ja, das ist eine Straftat. Das und eine Rechnung nicht zu bezahlen ist eine weitere Straftat. Das ist nämlich ein Betrug. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass meine Frau die Tasche nicht dabei hat. Das habe ich gerade eben erst. Aber Sie wussten, dass man unter Alkoholeinfluss nicht Auto fährt. Ja. Ich werde jetzt einen Arzt gleich verständigen, weil wir müssen auf jeden Fall zapfen. Ja, jeden Fall. Wo ist die Frau eigentlich? Das frage ich mich auch. Wo ist die auf Toilette gewesen? Wo ist Kunden eigentlich? Also, willst du mal gucken, bitte? Soll ich schauen? Na, guck mal einen, bitte. Der ging es nur schlecht, also da kann ich. Frau Neufeld? Okay, ein bisschen lange jetzt. Frau Neufeld, geht's Ihnen gut? Ich komme rein, ja? Ich will nur sehen, ob es Ihnen gut geht. Nehmen Sie lieber mal wieder Platz, sonst fahren Sie mich um. Nicht erschrecklich, Frau Neufeld. Mit 1,6. So, Mensch, Sie sind ja eingeschlafen. So, kommen Sie her. Geben Sie mir die Hand. Ich helfe Ihnen, ja? Alles ist gut. Alles ist gut. Ihr Mann ist auch schon da, Ihre Tochter ist da. Schön. Alles gut, ja.
Neben der Zechprellerei und Fahrens unter Alkoholeinfluss muss sich die Frau wegen Körperverletzung verantworten. Zeit für eine Entschuldigung. Ich komme gleich bei Ihnen direkt vorbei. Ich bezahle es. Okay, wunderbar. Und entschuldige noch mal, ja? Ja. Das war doch nichts. Ich hab gedacht, du hättest mit ihm rumgemacht. Das war überhaupt nichts. Okay, alles gut. Wird nicht einmal normal sein. Ach, Jana. Es ist immer wegen Kleinigkeiten. Ich verstehe es nicht. Vielleicht war es aber auch der Alkohol.